NBA Sonntag, 6. Januar. Wir haben heute um 21:30 Uhr unserer Zeit gleich drei Spiele. Eins kommt auf The Zone, das sind die Los Angeles Lakers gegen die Minnesota Timberwolves. Und wenn man den League Pass oder irgendwelche anderen Streams noch kennt, kann man ja auch nebenbei oder stattdessen die New Jersey Nets gegen die Chicago Bulls oder die Orlando Magic bei den Los Angeles Clippers verfolgen. Wir schauen uns jetzt mal die Spiele ein bisschen aus Wettsicht an, ob da irgendwas dabei ist, was man wetten kann. Wir starten mit den Brooklyn Nets. Ich hoffe, ich habe gerade nicht New Jersey gesagt. Vielleicht habe ich das auch noch im Kopf. Auf jeden Fall, die Nets spielen bei den Chicago Bulls. Und ich bin hier auf der Seite von ESPN. Das sind immer ganz gute Informationen. ESPN sieht die Nets auf jeden Fall vorne mit knapp 60%. Da kann man eigentlich nur sich anschließen. Also man sieht hier bei den Nets, Allen Crabbe ist nicht dabei, ist jetzt auch nicht so super wichtig. Hollis Jefferson hat ja vor etwas längerer Zeit eine richtig fiese Fußverletzung gehabt, so komplett der Fuß weggeknickt. Auf jeden Fall war der eigentlich bei einer sehr guten Saison und fehlt New Jersey. Brooklyn auf jeden Fall. Trotzdem, ich habe jetzt zwei, drei Spiele von denen gesehen. Die gefallen mir ehrlich gesagt. Russell ist cool, Davis, Spencer Dinwiddie ist auch nicht von schlechten Eltern. Auch Harris ist cool. Also das ist ein Team, die machen Spaß und ich sehe die momentan tatsächlich auf Playoff-Kurs. Also ich denke nicht, dass Washington, die sind ja gerade momentan draußen, besser ist als Brooklyn. Ich sehe die Hornets nicht besser als Brooklyn. Detroit müsste auf Augenhöhe ungefähr sein. Also auf jeden Fall habt bitte mal hier ein Auge drauf. Die letzten fünf Spiele, drei hat Brooklyn gewonnen, eins die Bulls nur. Bei den Bulls fehlt Bobby Portis weiterhin schon länger, Marshawn Brooks. Wurde akquiriert per Trade. Holiday ist dafür nach Memphis, aber das bringt jetzt die Bulls nicht wirklich weiter. Ja, was will man hier zu dem Spiel noch sagen? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, der Sieg-Tipp auf Brooklyn -2 hat definitiv Value. Das Einzige, was mich jetzt hier ein bisschen verunsichert, die Bulls haben wirklich nicht schlecht gegen Indiana performt und müssen ja auch irgendwann mal wieder ein Heimspiel gewinnen. Also hier drei Spiele haben sie momentan in Folge verloren. Auch die letzten drei Heimspiele. Also das macht mir ein bisschen Sorge. Ich denke allerdings, es wäre ein Fehler, nicht auf Brooklyn zu gehen. Eventuell, wenn man sich das live anschaut und live noch was abgeben möchte, bisschen die ersten 2, 3 Minuten warten und dann auf Brooklyn, wenn die wirklich motiviert sind. Bulls kein Heimmacht, 5-15. Brooklyn nicht schlecht mit 9 von 10. Also da gibt es Teams, die natürlich viel, viel schlechter sind. Naja. Kommen wir weiter zum Spiel der Los Angeles Lakers bei den Minnesota Timberwolves. Hättet ihr vor der Saison erwartet, dass Players to Watch JaVale McGee hier stehen würde? Ich garantiert nicht. Und woran liegt's? Das liegt natürlich an der Verletzung von LeBron James. Der wird jetzt auch noch eine weitere Woche ausfallen. Und McGee spielt einfach gut. Also war jetzt in den letzten 2 Wochen auch gesundheitlich krank. Hat auch einige Spiele verpasst. Und jetzt, wo er dabei ist, tut er dem Team wirklich gut. Die letzten 5 Spiele, da hat Los Angeles 4 von verloren. Gegen Sacramento mit einem Buzzerbeater, ich glaube von Bogdanovic, haben aber dann sich 2, 3 Tage später schon wieder revanchiert mit einem Sieg. Und dann gab es Niederlagen gegen den Hallenteiler sozusagen, die Clippers, eine erwartbare Niederlage gegen die Thunder und eine eher unschöne Niederlage gegen New York. Bei beiden Spielen oder bei drei dieser 5 Niederlagen muss man aber sagen, dass die Lakers wirklich gut gespielt haben und sich so ein bisschen selber, vor allem in der Schlussphase, das Leben schwer gemacht haben. Für die jungen Los Angeles-Spieler ist es ja auch immer so ein kleiner Beweis, hey, wir können auch ohne LeBron. Von der Siegbilanz ist das jetzt momentan nicht so gut, auch nur 3 der letzten 10 Spiele gewonnen.
Aber Ansätze sind erkennbar. Auf der anderen Seite die Timberwolves, bei denen fällt Robert Covington aus, der sich eigentlich bisher ganz gut gemacht hat seit der Akquise oder dem Tausch gegen Jimmy Butler. Und leider, leider Derrick Rose draußen, der jüngste MVP der NBA-Geschichte, ist jetzt wieder so ein bisschen im Kommen, ist ein absoluter Fanliebling, führt auch vor einigen anderen Leuten in All-Star-Fan-Votes an. Also ich glaube, er fühlt sich nicht an, aber ist auf jeden Fall vor dem einen oder anderen Spieler, der auch famous ist, also Kevin Durant zum Beispiel. Und das ist ein bisschen schade, wenn der jetzt heute nicht aufläuft, weil dieses Spiel werde ich mir wahrscheinlich anschauen und ich sehe den Spieler einfach unglaublich gerne. Karl Anthony Towns, ganz klar der Führungsspieler der Timberwolves. Und was soll man denn hier tippen? Die Line. Also diese beiden Mannschaften haben schon zweimal gegeneinander gespielt. Einmal hat mit 4 Punkten Los Angeles gewonnen, 114 zu 110 und einmal 124 zu 120 die Timberwolves. Jetzt ohne James, ohne Rose, vielleicht auch ohne Kuzma, der wegen Rücken eventuell ausfallen wird. Muss man hier auch mal überlegen, was man tippt. Finde ich sehr schwierig. Also mit Kusma würde ich wahrscheinlich auf Lakers plus Handicap gehen. Oder einfach ein Sieg der Timberwolves. Ich sehe auf jeden Fall, egal wer bei LA spielt, kein Blowout. Wer Players Wetten ganz gerne macht, der kann sich überlegen, auf Towns zu gehen. Oder auch auf McGee, also über Punkte. Und auch Lonzo Ball. Jetzt, wo James nicht dabei ist, macht eigentlich mehr Punkte als üblich. Die Orlando Magic ist auch ein Borderline-Playoff-Team im Osten. Ich denke mir immer, wenn die einen gescheiten Point Guard-Aufbauspieler hätten, dann würde da echt was gehen. Die haben ganz interessante Spieler, dürften aber gegen die Los Angeles Clippers ganz klar im Hintertreffen sein. LA, Bombensaison bisher, unglaublich schönes Team, was also ein schönes Team im Sinne von Zusammenspiel, das man anschauen kann, haben auch das Hinspiel, also das erste Spiel der beiden Teams deutlich gewonnen. Ich glaube sogar mit ungefähr 20 oder 30 Punkten in Orlando. Deshalb kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die sich die Butter vom Brot nehmen lassen und die werden auch bei den Clippers daheim gegen die Magic gewinnen. Heat gegen Hawks, das bereits dritte Treffen dieser beiden Teams. Die ersten beiden Spiele haben beide Atlanta gewonnen. Deshalb sollte man jetzt zwar nicht unbedingt auf Atlanta bei diesem Spiel gehen, aber auch die Hawks machen diese Saison mehr Spaß vom Spiel als erwartet. Leider Kent Bazemore fehlt jetzt seit ein paar Spielen schon. Und was gibt's sonst noch zu sagen? Miles Plumlee, okay, Taurean Prince. Eine sehr gute Saison und seitdem die großen Positionen etwas schwächer besetzt worden sind, macht Alex Lynn eine wirklich gute Partie. Da kann ich mir auch vorstellen, dass er gegen die Heat ganz gut spielen wird. Wizards gegen Thunder, die Negativüberraschung im Osten, die Washington Wizards, die werden auch sehr, sehr wahrscheinlich keinen Stich machen können in Oklahoma, denn die Thunder, die klicken richtig gut. Russell Westbrook schon wieder mit einem Triple-Double im Schnitt. Hat einige Off-Nights, was das Shooting angeht. Aber dafür gibt es ja Paul George, der auch eine MVP-Kaliber-Saison spielt. Aus meiner Sicht sogar noch stärker als Russell Westbrook. Auch Steve Adams hätte sich mal so eine All-Star-Nominierung verdient, aber da sieht man auch, wie stark der Westen ist, dass ein Spieler vom Können und gerade auch von Entwicklung wie Steve Adams nicht unbedingt da drankommen wird. Hier gehe ich, also ich gehe auch gleich nochmal die Tipps durch. Vorher reden wir schnell über die Pacers gegen die Raptors. Auf die Toronto Raptors haben wir gestern in unserer NBA-Gruppe gesetzt, gab eine schöne 2-7-5-Quote gegen die Milwaukee Bucks und jetzt Back-to-Back-Spiel wieder daheim in Toronto gegen die Indiana Pacers, die genauso viele Niederlagen haben wie die Raptors, aber noch drei Spiele im Hintertreffen sind.
26 zu 12 Siege versus 29 zu 12. Aber ganz interessant, ein gutes Auswärtsteam Indiana, jetzt mit per Buzzerbeater mehr oder weniger, hat Victor Oladipo sein Team bei den Indiana Pacers bei den Chicago Bulls zum Sieg geführt. Jetzt geht's nach Toronto und hier würde ich tatsächlich überlegen, auf Indiana zu gehen, aber das schauen wir uns auch gleich nochmal an. Das letzte Spiel und das wahrscheinlich, aus meiner Sicht ist das nicht wirklich interessant. Was will man zu dem Spiel sagen? Kemba Walker hat mir die letzten Spiele nicht so gut gefallen. Bismack Biyombo, den habe ich gestern mal ein bisschen mehr im Einsatz gesehen. Vielleicht habt ihr es auch gesehen. Denver Nuggets gegen Hornets kam ja bereits um 11 Uhr. Die Nuggets einfach ein richtig geiles Team, was man theoretisch auch von den Hornets sagen könnte, wenn dieser Kader nicht so unglaublich teuer wäre. Also ein Bismack Biyombo, warum verdient der 18 Millionen Euro oder Dollar? Das muss mir mal irgendjemand erklären, was der so Gutes gemacht haben soll, dass es das rechtfertigt. Nicolas Batum, okay, der ist auch 20 Millionen plus. Ist echt traurig. Und am allermeisten oder am traurigsten ist es eigentlich für Kemba Walker, der ein unglaublich guter Spieler ist mit einem richtig, richtig starken Dribbling, Crossover, Distanzschütze von draußen. Gefällt mir wirklich gut, aber er wird Free Agent sein und ich bin mal gespannt, ob er ist ein Hometown Hero, ob er weiter für Michael Jordans Hornets auflaufen wird oder ob er sich ein neues Team suchen wird. Cody Zeller spielt eine ganz gute Saison, hat sich leider den Daumen, glaube ich, gebrochen. Auf jeden Fall fällt er aus. Und Jeremy Lamb hat gestern schon gefehlt in Denver und den könnten sie wirklich gut gebrauchen als weitere Scoring-Option bei den Phoenix Suns. Die Suns sind definitiv das Schlusslicht im Westen, da wird sich auch in dieser Saison nichts mehr ändern, haben jetzt 5 Spiele in Folge verloren, haben aber auch wirklich gute Teams gehabt, also alles Playoff-Teams, OKC, Denver, Golden State, Philadelphia und die Clippers. Punkte machen sie, also das ist schon mal gut. Und jetzt geht es gegen Charlotte, die wie gesagt ohne Zeller spielen, ohne Lamp und auch Back-to-Back sind. Das heißt, hier habe ich Bauchschmerzen bei dem Spiel. Also ich gehe ungern auf die favorisierten Hornets, denn dafür sind die einfach auch zu unkonstant. Aber bei Denver muss halt wirklich auch alles passen. Ayton spielt übrigens eine bärenstarke Rookie-Saison, geht halt komplett unter, weil es gibt da einen Luka Doncic. Aber Ayton ist 16 Punkte, 10 Rebounds, das ist auch 10,8 Rebounds, das ist einfach bärenstark für einen Rookie. Booker 25-7. Von den Statistiken immer gut, aber ich denke mir, okay, irgendwann, Kollege, müsstest du doch dein Team auch mal zu Siegen führen. Das ist übrigens das erste Spiel dieser beiden Teams. Das zweite Spiel in Charlotte wird ungefähr in 2 Wochen stattfinden. Ich bin jetzt hier mal kurz auf die Seite von Intertops gegangen, um einfach eine gute Übersicht über die Quoten zu haben. Denn, wie gesagt, also ich werde noch bis kurz vor Schluss warten, denn ich sehe momentan keine großartigen potenziellen Veränderungen auf dem Markt. Gestern haben wir auch in unserer Gruppe relativ groß Philadelphia minus 4,5 gegen Dallas angespielt. Aus irgendwelchen Gründen waren das Handicap am Anfang des Tages bei 4,5, ist dann noch hoch auf 7 gegangen und so einen Verlauf sehe ich aber heute hier nicht. Also, mein erster Gedanke ist definitiv auf Brooklyn und das sind jetzt mehr oder weniger nur erste Eindrücke. Over, Gesamtpunkte mehr oder weniger spiele ich wirklich selten. Aber ich kann mir hier vorstellen, Spiel am frühen Nachmittag, beide Teams suchen ihr Heil eher in der Offensive, wenn man das bei Chicago sagen kann, ohne richtiges Offensivfeuerwerk. Also das hier, da würde ich alles oben präferieren. Hier die Clippers minus 7, das sind so ein Handicap, wo ich mich semi-wohl fühle.
vor allem auch weil das Spiel um 21:30 Uhr oder eben am Nachmittag in den USA ist. Und da ist das ein oder andere Favoritenteam vielleicht schon mal böse gestolpert. Und ich erinnere mich auch noch von vor ein paar Wochen, wo Orlando in LA gegen die Lakers am Nachmittag gewonnen hat. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Heat gegen Hawks. Da würde ich komplett die Hände von lassen. Da hätte ich jetzt eher so gesagt, Atlanta plus 10 oder so ist vielleicht interessant, aber eher Hände weg. Diese Quote von 1,16 der Thunder gegen die Wizards kann man natürlich auch nicht spielen, denn da gewinnt man nicht wirklich einen Blumentopf. Phoenix gegen Charlotte plus 2. Ja, meine Freunde, auch eher würde ich hier die Hände von wegnehmen. So, man sieht hier schon, hier sind noch nicht alle Spiele wettbar. Dann klicken wir mal hier ganz kurz rüber zu einem anderen Anbieter. Wir haben hier noch die Indiana Pacers gegen die Raptors. Hier, der Buchmacher sieht auch ein relativ knappes Spiel dafür, dass immerhin die Raptors von der Besetzung her deutliche Favorit sind, aber der Buchmacher weiß natürlich auch Back-to-Back gegen starke Pacers. Bin ich mir jetzt auch noch nicht so sicher, ist wahrscheinlich eher das Hände-weg-Spiel oder ein Unter von 208,5 Punkten. So, dann sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende. Ich hoffe, dass ihr als Basketballfans heute auch einige Live-Bilder sehen könnt zu christlichen Uhrzeiten. Danke für ja, eure Abos, Daumen hoch und dann möchte ich noch ganz kurz hier eine Sache erwähnen. Und zwar haben wir auch unsere NBA-Gruppe, also unsere Wettvorhersagen-Gruppe bei Expert-Tipps kennt ihr hoffentlich, aber wir haben ja auch unsere NBA-Gruppe, wo ich alle unsere Basketball-Tipps poste. Diverse Videos oder Analysen haben wir ja auch schon gefahren. Momentan haben wir einen ganz guten Start in den Januar rein. November war nicht so gut, 117 Wetten gespielt, gar nicht mal so viel gewonnen, nur 46% zu einer durchschnittlichen Quote von 1,96. Diese durchschnittliche Quote ging im Dezember etwas nach unten, haben wir 95 Wetten gespielt, waren schon ein bisschen besser mit 14 Einheiten plus. Und momentan im Januar 16 Wetten gespielt, ist natürlich wie jeder, der etwas von Wetten versteht oder der relativ viel wettet, nicht sonderlich aussagekräftig, aber man startet doch lieber mit einem positiven als einem negativen Einheitenstart. Also wer dabei sein möchte, einfach da mal sich anmelden, ihr bekommt eine Nachricht von mir, kostet nichts, nur halt eben das Klassische. Bitte meldet euch bei einem unserer Partnerbuchmacher an. Hey, ich danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.